Wir setzen fort mit Tagesordnungspunkt 29, Vorplanung Bischofsplatz. Und da gibt es eine Wortmeldung. Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich versuche nur ein paar Punkte anzusprechen, die mir wesentlich erscheinen. Es handelt sich insgesamt um eine schöne, um eine gute Vorlage. Ich freue mich, dass die Verwaltung schon von sich aus auch mehr Bäume und auch eine etwas ansprechendere Platzgestaltung vorgesehen hat. Ich bin auch im Stadtbezirksbeirat Neustadt sehr dankbar, der viele gute neue Anregungen gebracht hat. Ich fand auch die Debatte im Bauausschuss mit dem Vertreter der Stadtverwaltung sehr angenehm und zielführend, weil ich das Gefühl hatte, dass er wirklich die Vorschläge des Stadtbezirksbeirats geprüft hat und zum großen Teil gesagt, ja, das ist möglich. Bei 2, 3 Punkten hat er gesagt, nee, eher nicht möglich. Und die haben wir dann auch aus dem Beschluss rausgenommen. Ich möchte 2 Punkte ansprechen, weswegen ich hier vorgegangen bin. Die Stadtverwaltung ist reingegangen mit einer Planung, Gleismittenabstand, Straßenbahn von 3,90 Meter. Wir wissen, 3 Meter sind ausreichend. Und ich dachte zuerst und habe da auch sehr kritisch nachgefragt, warum braucht ihr eigentlich 3,90 Meter statt 3 Metern? Das sind immerhin 90 Zentimeter, die wir dann beispielsweise für Radwege, Fußwege, Baumpflanzungen immer dringend eigentlich brauchen. Und wer sich mit der Materie auskennt, der weiß, dass wir ja da um jeden Zentimeter teilweise feilschen. Und ich bin da schon, und das möchte ich eigentlich auch der Stadtverwaltung mitgeben, eigentlich erwarte ich, dass man diese Problematik weiß, dass man die erkennt und dass man uns einen Vorschlag dann nur vorlegt, wenn es tatsächlich jetzt für den ÖV unabdingbar notwendig ist, dort so viel mehr Platz in Anspruch zu nehmen. Also bei der ersten Sitzung wurde uns das so dargestellt, bei der zweiten Sitzung, wir haben das dann in Frage gestellt, bei der zweiten Sitzung hieß es dann, ja, also es sei eigentlich auch kein Problem, diese 90 Zentimeter wegzunehmen. Also ich wünsche mir wirklich, und das sage ich jetzt auch als jemand, der eigentlich immer für einen möglichst guten ÖV kämpft, da verprellen Sie Ihre Verbündeten, liebe Stadtverwaltung, sage ich mal, wenn Sie mit solchen Vorlagen reingehen, die dann doch nicht wirklich bis ins Letzte dann begründet sind, weil dann machen Sie es einem auch dann schwer zu sagen, okay, wir müssen bei dem Gehweg jetzt halt leider einen schmaleren Gehweg in Betracht ziehen. Ich möchte auf einen zweiten wichtigen Punkt hinweisen. Wir kämpfen ja da am Bischofsplatz um eine einheitliche, schöne Platzgestaltung. Und die ist ja weiter als jetzt diese Vorplanung, die wir jetzt beschließen, die wie gesagt im Einzelnen sehr gut und sehr positiv ist. Ist auch schon einiges passiert, wenn ich an die S-Bahn halt Bischofsplatz denke, der sehr gut geworden ist, der auch sehr gut angenommen wird mit dem Kaffee jetzt. Es geht um diese Bahnbögen. Ja, Sie erinnern sich, das ist noch abgesperrtes Gelände, das sind große Bahnbögen, die sind geschlossen, ist bisher von der Deutschen Bahn noch genutzt. Wir wissen, die Deutsche Bahn braucht es nicht mehr. Und der Stadtrat hat dort, ich glaube, vor 2 Jahren auch einen Aufstellungsbeschluss gefasst, dass dieser Raum dem öffentlichen Raum zugeschlagen werden soll und dass eben auch die Bahnbögen beispielsweise für Gastronomie oder für öffentliche Veranstaltungen geöffnet werden sollen. Also wenn wir über diese Vorplanung Bischofsplatz reden, dann müssen wir auch immer dieses Teil des Grundstückes mitdenken. Und deswegen komme ich auch zu dem Punkt, weswegen ich hier noch gerne einen Änderungs- oder Ergänzungsantrag stellen möchte. Und zwar in dem Punkt 5 des Stadtbezirksbeirats Neustadt. Der hat gefordert, dass die Eschenstraße abgepollert wird im Normalfall, aber so, dass er im Havariefall dann auch diese Poller gezogen werden können und die Eschenstraße dann zur Verfügung steht. Diesen Punkt hatten wir schon mal vor 3 Jahren zur Abstimmung gestellt. Es hat damals keine Mehrheit gefunden. Ich denke, das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Kompromiss, dass wir sagen, wir machen da nur eine Abpollerung. Aber für uns ist natürlich schon die Perspektive, dass wir dann irgendwann mal diese jetzt beschlossene Vorplanung, diese hoffentlich kommende Planung an den Bahnbögen, eben auch die Eschenstraße mit einbeziehen können und in irgendeiner geeigneten Weise in diese Platzgestaltung einbeziehen wollen. Deswegen bitte ich Sie herzlich, dass Sie den Punkt 5 aus dem Stadtbezirksbeirat Neustadt, dass Sie dem zustimmen. Wie gesagt, die Straße wird damit nicht zugemacht, sondern sie steht weiter im Havariefall zur Verfügung. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Argumentation war ja bisher immer,
wir brauchen das, wenn beispielsweise ein Havariefall auf der Königsbrücker Straße ist, also Umgehungsstraße. Ich glaube, das Argument ist nicht von der Hand zu weisen, aber das heißt auch im Umkehrschluss, solange die Königsbrücker Straße funktioniert, auch noch im jetzigen schlechten Zustand, brauchen wir das auch nicht als Umleitungsstrecke. Deswegen bitte ich doch, den Punkt 5 aus dem Stadtbezirksbeirat Neustadt hier mit reinzustimmen. Danke. Ich versuche jetzt gerade zu verstehen, was Sie beantragt oder auch nicht beantragt haben. Wenn ich den Stadtbezirksbeirat Neustadt... Ach, Datum. Ja, weil es ja jetzt, da gibt es zweimal vier. Okay. Also der fünfte Punkt, damit man versteht, was hier ist. Also der lautet, der müsste dann ergänzt werden hinten dran. Die Eschenstraße ist am Bischofsplatz in beiden Fahrtrichtungen durch bei baubedingten Umleitungsverkehr entfernbaren Pollern für den Kfz-Verkehr abzubinden. Das meinen Sie? Und das wäre dann Ihr Antrag in Ergänzung. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Böhm. Macht das gleich von hier, damit wir nicht so lange brauchen. Also das Thema wurde ja im Bauausschuss diskutiert. Das wurden ja alle Punkte einzeln abgestimmt vom Stadtbezirksbeirat Neustadt. Dieser Punkt fand keine Mehrheit. Deswegen werden wir diesem Ergänzungsantrag auch nicht zustimmen. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann bringen wir erstmal diesen Ergänzungsantrag von Herrn Lichti zur Abstimmung. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das ist die überwältigende Mehrheit. Dann ist das hat keine Mehrheit gefunden. Dann kommen wir unverändert über den federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Dann einstimmig mit. 55 bei 12 Enthaltung. Okay. Dann ist das so bestätigt.